Okay, muss ich also nochmal 30.000 investieren dann, aber das möchte ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Wir machen jetzt mal nichts. Wir schauen jetzt mal nur, ob am Ende des Tages unsere Finanzen im Plus sind oder im Minus. Ja, sie müssen eigentlich dann am nächsten Tag auf jeden Fall im Plus sein, weil wir dann keine Ausgaben von mehreren 10.000 Dollar für Beton haben. Aber mal schauen, die Terminalgebühren sind eigentlich gar nicht mal so schlecht hier mit 32.000 am halben Tag und es kommen ja noch ein paar Flieger dazu. Jetzt lass uns hier nur mal schauen, ob wir das überhaupt verarbeitet kriegen. Aber auch das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir könnten uns wirklich hier erlauben, nochmal eine Airline ins Angebot zu nehmen. Und zwar die B737A. Das ist schon eine größere Airline. Aber komm, wir probieren es mal, okay? Wir probieren es mal. Ist zwischen zwei anderen größeren Airlines. Nicht Airlines, zwei anderen größeren Flügen. Das könnte also gehen. Zwischen zwei anderen Flügen. Es könnte durchaus gehen. Das werden wir aber erst am nächsten Tag herausfinden. Finanzen. Ah ja, schauen nur noch. Ja, doch, wir machen ganz schön gut Geld. Eigentlich Fluglinien-Gebühren. Ah, genau, das war jetzt, weil wir eine neue Flugannahme hatten. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld für. Aber nicht sehr viel. So, mittlerweile nur noch bei 45.000 minus. Also, es lohnt sich schon. Ich meine, jeder Flug bringt uns ja hier 1.200 Dollar. Ist eigentlich auch krass, wenn man überlegt, was für Summen da im Spiel sind, jetzt hier im realen Leben, theoretisch für Start- und Landebahn. Und wenn man dann mal überlegt, wie billig eigentlich so ein Flugticket sein kann. Also nur mal so zum Beispiel, ich bin letztes Jahr für... Gut, ist ein bisschen blöd gelaufen, sagen wir es mal so. Lass so anfangen, ich hätte letztes Jahr für 30 Euro nach Serbien fliegen können. Letztendlich ist es ein bisschen mehr geworden, weil wir noch warten mussten, bis wir sie buchen konnten. Die Tickets waren dann letztendlich 80 Euro. Aber trotzdem 80 Euro für den Flug nach Serbien. Da fliegt man ja auch ein bisschen, jetzt nicht mega lang, aber man fliegt eine Weile. Mit dem Zug wäre das doch, wenn du mal schaust, wie viel du zahlst für eine Zugfahrt in Deutschland, wenn du jetzt quer durchs Land fahren willst, sage ich mal von ganz oben nach ganz unten, da bist du ja mit einfach, also wirklich einfach, mindestens 200 Euro dabei, wenn du jetzt nicht gerade schon 3, 4 Monate im Voraus buchst oder 6 Monate. Klar, je früher du buchst, desto billiger könnte es sein, aber manchmal hast du einfach Lust, spontan zu sagen, hey, ich möchte jetzt da hochfahren oder du erfährst erst kurzfristig, dass du irgendwie da hoch möchtest oder musst oder sonst was. Und wenn ich mir dann einfach überlege, für wie wenig Geld ich tatsächlich nach zum Beispiel Serbien fliegen kann, das ist der Hammer. Oder auch nach Japan. Ich bin ja auch schon nach Japan geflogen. Da habe ich gerade mal 700 Euro gezahlt für hin und zurück. Das ist einfach heftig, wie wenig das kostet mittlerweile. Und dann muss man aber echt überlegen, noch wie viele Kosten die Fluglinie eigentlich an sich hat. Fürs Flugzeug, den Sprit, dann Start- und Landegebühren. Das ist ja alles nicht billig. Das ist ja alles nicht billig. Ja, also das ist schon echt krass. Das ist wirklich krass, tatsächlich. Aber das ist halt auch mittlerweile einfach so ein Wettkampf. Das sieht man an den ganzen Billig-Airlines quasi. Immer billiger die Tickets anbieten, aber immer mehr Passagiere loswerden wollen, beziehungsweise transportieren wollen, was natürlich darin resultiert, dass man vielleicht weniger Sitzplatz hat in dem Flugzeug. Das heißt, die Sitze im Flugzeug werden mehr, aber der Platz für den einzelnen Passagier wird weniger. Dann geht das Ganze natürlich sehr zu Lasten der Mitarbeiter dieser Airlines tatsächlich. Und wir sehen ja selber in den letzten Monaten, oder weiß gar nicht, ob wir von Jahren schon sprechen können, aber in der letzten Zeit sind doch sehr, sehr viele Fluglinien tatsächlich pleite gegangen. Oder haben zumindest große Probleme gehabt, weil sie so Einsparungen machen mussten. Und das, ja, ist schon krass. Ich möchte wirklich nicht wissen, was für Summen an Geldern da alles im Spiel ist. Würde mich natürlich schon interessieren, aber ich weiß nicht, ob ich es wissen wollen würde. Das
übersteigt wahrscheinlich meine Vorstellungen bei weitem. Back to topic. Also, wir sind wieder hier. Unser Flughafen läuft eigentlich relativ gut. Die Finanzen, naja, könnte besser laufen. Wenn wir jetzt mal schauen, warte mal, hier waren die Finanzen. Profit- und Verlustrechnung von Tag 7 am Ende des Tages. Ach du meine Güte. Naja gut, die Steuern kommen noch dazu. Beziehungsweise nicht die Steuern, sondern die Zinsen mit 60.000, also 123.000 minus haben wir gemacht. Wenn wir jetzt dabei die 58.000 abziehen, sind wir immer noch bei 40.000 minus, was jetzt hier an den Zinsen der Bank liegt, die bei 60.000 liegen. Ja, also das eine gute Idee war, hier den Kredit aufzunehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt schauen wir einfach mal hier, wie sich die Kurve verhält. Ich meine, Tag 4 war es relativ ausgeglichen. Mit dem Grün und dem Rot. Hier ist natürlich an Tag 5 das Grün einen riesigen Ausschlag gehabt. Natürlich, klar, da haben wir auch den Kredit angenommen. Die Ausgaben sind aber auch entsprechend hoch gewesen. Dann hier hat es sich wieder gleich wieder angenähert an Tag 6, Tag 7 ein bisschen weiter auseinander. Und jetzt schauen wir mal, wie es an Tag 8 ist. Momentan minus 26.000. Oh, und der Flughafenwert ist auch drastisch nach unten gegangen. Die Steuern hier. Oieiei. Schauen wir mal. Also ich sage immer Steuern dazu. Sorry, nein, die Zinsen. Nicht die Steuern, das sind ja Zinsen. Jetzt schauen wir mal hier, wie läuft das hier. Halten wir da auch vielleicht mal so einen Blick drauf. Halt, das ist das Falsche. Ob wir die Maschinen auch alle gut rauskriegen. Moment, sieht das noch alles gut aus? Solange das der Fall ist, ist alles okay. Okay, ist auch raus. Der Abflug hier hat sich ein bisschen verzögert um eine halbe Stunde. Das ist nicht so gut. Aber wieder China Southern Airlines übrigens. So. Ich gebe kein Fetzen aus diesmal. Schauen wir mal, ob sich das irgendwie rentiert. Im Moment sind wir noch im Plus. Das wird nachher schon nochmal ins Minus gehen, wenn wir da mal die 60.000 dann wieder abziehen für die Zinsen. Aber ansonsten hier sieht alles ganz gut aus. Ich meine, klar, wir kriegen auch noch Bonuszahlung, theoretisch, aber bitte, das ist ein Witz, die Bonuszahlung hier. Wo war die? Da hier, der perfekte Operationsbonus, also 3.400 Dollar, bitte, da kann mir nichts von kaufen. Das ist echt wenig. Den werden wir aber an Tag 8 nicht bekommen, denn wir haben hier schon einen verspäteten Flug, nämlich. Und zwar den von China. So, die letzten drei Flüge des Tages stehen ab, aber die schauen ganz gut aus. Die dürften jetzt hier alle rausgehen, ja. Schau mal, sogar noch viel zu früh. Erst um 18 Uhr ist geplant, aber um 16.49 Uhr sind die schon weg. Also, da könnten wir hier tatsächlich auch doch nochmal ein bisschen vollstopfen. Wäre durchaus möglich, um hier an nochmal mehr Geld heranzukommen. Vielleicht machen wir das auch. Das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Also nochmal hier runterziehen. Hier und hier. Schau mal, ich muss das noch nicht mal machen. Schau mal, ich könnte ja hier. Kann ja noch mehr Flugzeuge. Ich kann noch viel mehr Flugzeuge aufnehmen. Genau. Das ist nur eine Sache der Verteilung. Okay, das kriege ich nicht mehr besser hin. Und vormittags könnte ich auch noch mehr Flugzeuge annehmen. Aber wie gesagt, da müssen wir aufpassen mit China Southern Airlines. Das hat ja nicht so gut geklappt. Das mag aber durchaus hier an dieser großen Maschine liegen. Die werden wir vielleicht tauschen. Dass die weiter nach vorne verlegt wird, dann könnte das ein bisschen besser gehen. Und dann schnappen wir uns jetzt hier nochmal. Perfekt, das sollte. Ja, wobei, das können wir auch mal ein bisschen
Die können wir ein bisschen länger machen, weil ich meine, danach passiert eh nichts mehr. Dann ist das ein bisschen entspannter. So, jetzt schauen wir mal, ob das läuft jetzt am nächsten Tag. Jetzt haben wir es ja gleich schon Tag 9. Unsere Finanzen checken wir jetzt auch gleich mal. Tag 8, minus 23.000, genau. Das ist jetzt also quasi das hier von der Bank noch, was uns jetzt noch ein bisschen wehtut. Wo sind wir denn eigentlich von der Bank her? Können wir das vielleicht schon selber zurückzahlen? Die Kreditanfragen hier 93%, Finanzpersonal 70%. Also das sind unsere positiven Faktoren. Die negativen Faktoren wären hier Flughafenwert. Der ist halt schon sehr gering. Das bringt uns leider nichts. Hier 25.000. Ich könnte tatsächlich schon ein bisschen was zurückzahlen. Sollen wir das machen? Ja, nee. Ach, bringt uns eigentlich eh nicht so viel, gell? Ach doch, oh Mist, ja, ich muss zurückzahlen. Okay, klar, das zahlt sich nicht von selber ab. Die Zinsen, die ich da zahle. Oh, das ist ja gemein, echt, das ist echt gemein. Okay, das kenne ich so nicht. Also, sagen wir so, zumindest aus den Spielen, die ich so kenne, das ist ein bisschen anders. So, jetzt haben wir die Hälfte zurückgezahlt. Okay, dann sollten wir jetzt zukünftig auch wieder ein bisschen Gewinn machen. Nein, aus den Spielen, die ich kenne, da nimmst du den Kredit auf und dann wird automatisch eine monatliche Zahlung eingerichtet und dann geht das Geld zurück. Hier ist das wohl nicht der Fall, sondern wir müssen uns selber darum kümmern. Ansonsten zahlen wir die ganze Zeit hier diese 60.000 Dollar. Das ist dann am Ende des Tages doch ganz schön viel Schotter, was wir da in den Sand setzen. Darum habe ich jetzt doch erstmal rasch alles zurückgezahlt, was möglich ist. Quasi die Zinsen halbiert, was natürlich unsere Kreditwürdigkeit auch wieder ein bisschen verbessert hat. Wir wären jetzt sogar hier in der Lage, 2,5 Millionen Dollar aufzunehmen, was natürlich geschätzten Zinsen auf über 20% hochzieht. Und das andere Schöne hier natürlich, jetzt wirkt sich das hier auch sehr gut aus. Der Rückzahlungsverlauf 50%, Kreditanfragen passt, Ertragsverbindlichkeiten 61% ist dazugekommen. Das war vorher alles hier beim negativen Faktor. Jetzt haben wir hier nur noch den Flughafenwert von 5% und den Kreditverlauf von 31%. Die Frage ist halt, wie ich den beeinflussen kann. Liegt aber wahrscheinlich dann unter anderem an der Dauer, quasi wie lang man den laufen lässt. So, wir behalten jetzt hier erstmal wieder im Blick die Flugpläne, zu sehen, ob wir hier pünktlich sind oder ob wir da nochmal was nachliefern müssen. Das sind unsere drei Gates erstmal. Ich würde das furchtbar gerne auch mal erweitern demnächst. Aber dazu brauchen wir halt wirklich erstmal Geld. Die Frage ist, ob ich die Preise für Start und Landung nicht vielleicht sogar nochmal anhebe. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, das war jetzt knapp für die B737. Kurz nach 10 losgeflogen. Jetzt haben wir drei kleine Flüge. Schauen wir mal, wie das mit der China Airline ausschaut. Okay, die sieht diesmal auch gut aus. Alle noch am Gate. Die warten wahrscheinlich hier alle auf das Gepäck. Oh ja, das ist natürlich jetzt das nächste Problem. Das Gepäck muss ja auch erstmal alles eingeladen werden. So, was haben wir hier? Gepäckscanner erfordert eine Reparatur. Da müssen wir natürlich recht schnell reagieren. Sonst haben wir da ein ziemliches Problem. Das habe ich ein bisschen vergessen. Wartung. Wir brauchen ein 5x5 Feld für die Wartung. Oder war da 5x5? Genau. Und einen Werkzeugkasten. So. Dann werden nämlich unsere Gepäckscanner gewartet und so. Und auch die Landebahn, das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Wenn die mal kaputt geht, dann kann keiner mehr starten und landen. Und wenn das keiner mehr kann, dann bekommen wir auch kein Geld mehr. Das wäre doch ganz schlecht. Also bauen wir jetzt hier zwei Werkzeugkisten hin. Dann dürfte auch irgendein Gepäckscanner wieder repariert werden, der kaputt war. Was haben wir hier? Oh, Verspätung. Haben wir ein paar Delayed-Flüge hier wieder. Ah, ein paar sogar tatsächlich wirklich. 13.30 Uhr ist um 14.07 Uhr abgeflogen. 13.30 Uhr um 13.15 Uhr. Ah, da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Auf
Weil ich versuche jetzt hier erstmal einfach ein bisschen zurückzuzahlen. Die täglichen Zinsen. Beziehungsweise nicht die Zinsen, sondern einfach den Kredit, damit sich die Zinsen verringern. So muss man das sagen. Ich bin jetzt schon gerade voll verwirrt hier. Aber schau, da steht sogar, lediglich die Zinszahlungen werden täglich automatisch abgezogen. Über diese Schnittstelle kannst du das Darlehenskapital zurückzahlen. Ganz wichtig, hätte ich das vorher gelesen, wäre ich vielleicht schon ein bisschen reicher wieder, weil der Zinssatz früher nach unten gegangen wäre. So, hier sind alle Passagiere drin. Wir warten nur noch auf das Gepäck. Hier haben wir es. Hier noch nicht. Ja, das mit dem Gepäck ist so eine Sache. Da muss ich jetzt auch mal schauen, wie ich das vielleicht verbessern kann tatsächlich. Weil ich glaube, daran scheitert das jetzt eher. Dass alles zu spät ist. Nicht an den Leuten, sondern am Gepäck. Das heißt, ich sollte zeitnah, wenn ich da mal mehr Geld habe, tatsächlich die Gepäckbänder mal verbessern. Beziehungsweise generell mal in Betrieb nehmen. Ja, dazu brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Geld. Wir könnten natürlich schon schauen, dass wir jetzt wieder einen Kredit aufnehmen. Und vielleicht hoffen, einen besseren Zinssatz zu kriegen. Ja, hier zum Beispiel. Perfekt, wir spielen quasi jetzt einen Kredit durch den anderen aus. Hier 4,74, da drüben waren es noch 6,8. Das heißt... Ah, jetzt geht der Effektivzins gesamt nach unten. Okay... Bin mir nicht sicher, ob ich das so wollte. Zahlen wir das mal zurück. Nur so zum Spaß. Ich würde gerne wissen, was passiert. Ja, der Zins generell ist nach unten gegangen. Der Effektivzins, damit auch die täglichen Zinsen. Wie oft kann ich das Spiel spielen? Die Kreditwürdigkeit ist jetzt auf gut gestellt worden. Aber wie... Das ist ja krass. Da kann man aber schon ganz schön bescheißen hier. Wenn ich das jetzt hier nochmal mache, was kriege ich jetzt für einen Zins? 3,25. Ah, da kann man schon ganz schön bescheißen, oder? Bin ich jetzt... Ja, schau, jetzt sind wir schon bei plötzlich unter 20.000. Tägliche Zinsen, also da kann man schon... Okay, diesmal nicht, weil diesmal würden wir den Zins nur wieder nach oben treiben mit 5,54, dann wollen wir den nicht haben. Okay, entweder hat das System erkannt, was wir hier für einen Trick anwenden. Können wir das nochmal? Oh, 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 jetzt geht er noch. Oh, ui, okay, Finger weg. Finger weg von Krediten. Wir sind gerade auf 120% Zins hochgegangen. Also je öfters wir fragen, desto schlechter ist das für uns. Wir lassen das. Wir lassen das, okay? Da hier Kredit anfragen, 11%. Das treibt natürlich den Wert nach oben. Also keine Kredite mehr anfragen. Wir leben jetzt einfach mit dem, was wir hier haben. Ich meine, nur noch 16.000. Wir waren davor noch bei... Weiß nicht, 23.000, 25.000, jetzt sind wir nur bei 16.000 unten. Liest sich auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Ist auf jeden Fall ein guter Anfang. So, was können wir hier noch machen? Können wir es hier uns vielleicht nochmal erlauben? Warte mal, hier muss ich rein. Vielleicht nochmal hier die Preisgestaltung da oben zu ziehen. Ich weiß es nicht. Wie lange wir das noch spielen können, also... Ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig, bevor ich jetzt da noch weiter rumspiele an der Stelle. Was haben wir hier? Genau, die Transportkapazität. Guck mal, dann auch noch, das wird später noch wichtig sein, wenn wir dann die Stadtbahn mal dazufügen wollen. Spitzentransit, ja, das kommt alles noch später mal. Wir sind im Minus. Ja, das ist der Karrieremodus übrigens. Nur noch 45 Stunden, bis wir bankrott sind. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so tief im Minus sind. Wie konnte das jetzt passieren? Warum sind wir so krass im Minus? 39.000? Ich lese hier nichts. Ah, doch klar, das ist und zwar hier von Tag 9 noch. Da. Das sind krasse Zahlen, auf die kann man nichts geben. War da mal ein bisschen rumgespielt. Hier natürlich der Zinssatz, der hier irgendwo versteckt ist, der wurde abgeben, der wird uns ins Minus getrieben haben. Jetzt schauen wir mal, dass wir wieder ins Plus gehen. Ich schlage vor,
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn wir sind jetzt am Ende erstmal angelangt. Ich lasse es hier mal ein bisschen laufen, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Kohle bekommen. Und dann, wenn wir wieder etwas Kohle haben, würde ich ganz gerne den Flughafen erweitern. Im ersten Stock natürlich müssen wir noch das ein oder andere Büro fertigstellen. Und zwar braucht ja hier noch der CTO, der Financial Vice President ein Büro und natürlich der Vorarbeiter. Der hätte auch ganz gerne ein Büro. Da können wir also noch ein bisschen was machen. Ich hoffe nur, dass wir nicht bankrott gehen. Also, dann war das nämlich hier alles umsonst. Aber hier, tägliche Geldflussschätzung, wird gesagt, dass ich heute 34.000 Dollar plus mache, was mich ein bisschen ins Plus bringen würde. Schauen wir mal. Wird spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr werdet das ja mitkriegen, ob ich beim nächsten Video dann mit einem neuen Flughafen dastehe oder immer noch mit diesem hier. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Geld, um noch 3 Büros hier aufzubauen. Eins kommt hier hin, hier wahrscheinlich noch das andere und dann hier wahrscheinlich auch nochmal. Und dann würde ich natürlich ganz gerne hier auch endlich den Passagierbereich erweitern, verbessern. Natürlich auch ein paar mehr Gates, damit wir mehr Flughäfen herankriegen. Also ich habe noch jede Menge vor. Paketförderbänder brauchen wir auch noch. Jede Menge, was wir noch tun können. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es weitergeht. Und ich hoffe wirklich mit diesem Flughafen, denn das hat jetzt ja doch schon ein bisschen Mühe gekostet, den soweit hier zu bringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst mir gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.